Nach einem Unfall in Brasilien konnten wir den Unfallschaden endlich in Paraguay reparieren lassen. Das Blech wurde bearbeitet, herausgeschnitten, wieder dran geschweißt und dann gespachtelt. Wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis und es kann endlich mit der Reise durch Paraguay weitergehen. Momentan befinden wir uns in der südlich gelegenen Stadt Hohenau und haben bereits gemerkt, dass hier viele Deutsche leben. Und stellt sich die Frage, warum eigentlich? Dass Deutsche hier nach Hohenau kommen, das hat Tradition, denn vor über 100 Jahren wurde die Stadt ja hauptsächlich für deutsche Einwanderer gegründet. Ja. Aber vor allem in den letzten Jahren sind sehr viele Deutsche hergekommen und wir haben uns mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Und wir haben eine Theorie, also Nummer eins sind die Immobilienpreise hier für deutsche Verhältnisse sehr günstig. Für paraguayanische Verhältnisse gar nicht so günstig. Ja, das stimmt. Einheimische haben gesagt, dass hier Hohenau eine der teuersten Regionen in ganz Paraguay ist. Ja, tatsächlich. Aber was es halt auch super einfach macht, für die Deutschen hierher zu kommen, ist auch, dass hier so viele Deutsche sind. Ja. Und da ist halt einfach diese Sprachbarriere nicht mehr da. Ja, also es ist sehr leicht, hier Anschluss unter Deutschsprachigen zu bekommen. Ist halt irgendwie schon irgendwie so eine Community hier. Ja, absolut. Wir haben mal ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, dass knapp 1000 Euro für den Lebensunterhalt hier in Paraguay reichen. Wir waren jetzt auch in den ganzen Supermärkten, die haben hier ein bisschen Zeit in Hohenau verbracht. Und ich würde sagen, das kommt schon ungefähr hin, wenn man jetzt so bedenkt, was man für die Miete bezahlt und für die Lebensmittel. Wenn man allerdings seinen hohen Standard in Deutschland gewohnt ist, kann es auch schon ein bisschen mehr Geld kosten. Der Mindestlohn in Paraguay beträgt, laut meinen Recherchen, knapp 300 Euro im Monat. Was nicht wirklich viel ist. Ich persönlich finde, ich könnte von 300 Euro im Monat nicht leben, denn die Preise sind wirklich relativ hoch. Ich würde schon sagen, fast so wie in Deutschland. Aber ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf Hohenau. Wir haben jetzt Hohenau verlassen und ich muss sagen, die Stadt war richtig schön. Und vor allem war es richtig cool, auch einfach ein bisschen mehr Zeit zu verbringen und einfach Hohenau besser kennenzulernen und auch die deutschen Einflüsse dort zu sehen. Wir fahren jetzt aber zu einer Top-Attraktion des Landes und zwar ist es die Jesuitenmission und ich bin schon sehr gespannt, wie es dort ausschaut. Auf über 13 Hektar erstreckt sich die Jesuitenmission von Trinidad. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Urchristen lebten in dieser Mission mit der indianischen Bevölkerung friedlich zusammen und profitierten gegenseitig von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen. Bis im 18. Jahrhundert die Jesuiten von den Spaniern vertrieben wurden und nur noch die Städte übrig blieben, die langsam zerfallen sind. Wir sind gerade auf dem Weg in die Hauptstadt von Paraguay nach Asunción und da merkt man halt auch schon, Hohenau war so ein bisschen kleiner, etwas dörflich, wenn man schon hier in die Hauptstadt reinfährt. Es ist richtig wuselig, der Verkehr ist stressig, aber ich bin schon sehr gespannt auf die Stadt. Wenn man keinen Platz hat für die Fahrräder, dann kann man sie Paraguay auch einfach hinten dran hängen. Der fährt jetzt übrigens auf die Autobahn drauf. Okay, hier muss das Hotel sein. Wo ist das hier? Ich glaube, hier ist der Parkplatz, da hinten. Es heißt ja, man kann hier übernachten, deswegen ich bin schon mal gespannt, weil es sieht schon sehr schön ruhig aus und ist auch eine schöne Gegend. Also, wir können hier übernachten. Es kostet ungefähr 11 Euro. Ah ja, das passt doch. Geil, schöner Platz. Oh, ja. Mitten in der Stadt, super. Wir parken hier auf dem Parkplatz vom Hotel Westfalenhaus. Aber der Name täuscht so ein bisschen. Deutsch sprechen kann hier keiner. Englisch ein bisschen, das ist schon okay. Aber ich glaube, hier steht das Auto sicher. Und das ist immer so ein Thema in den südamerikanischen Städten. Wo parken wir? Wo ist das Auto sicher? Wir gehen meist auf Bezahlparkplätze, wie auch jetzt auch. Und da haben wir eigentlich bislang immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben aber auch schon andere gehört, bei denen auf Bezahlparkplätzen der Van aufgebrochen wurde. Also, ich glaube, so ein bisschen Glück braucht man immer. Wir
haben gehört, dass die Stadt Asunción zwei Zentren haben soll. Ein kommerzielles und ein historisches. Ja. Und wir suchen jetzt mal das Historische, weil das soll das Schönere sein. Suche nach einem Sticker für unser Auto. Etwas altmodisch, aber ich finde die Arbeit schön. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days. Wir hatten ja ein paar Schwierigkeiten in Paraguay, ein paar Highlights zu finden. Und Gott sei Dank haben wir diesen Ort hier gefunden. Uns wurde hier richtig weitergeholfen. Und wir haben eine Karte bekommen, wo alles draufsteht, was man sich hier anschauen kann. Und wir haben auch ein paar Tipps mitbekommen und das ist so richtig cool. Derjenige, der uns das erklärt hat, hat den Job richtig, richtig gut gemacht. Jetzt haben wir richtig Bock auf Paraguay. Also ich muss sagen, die Stadt Asunción ist schon anders als andere Städte hier in Südamerika. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Es ist nicht überall so ein Rumgewusel. Gefällt mir schon ganz gut, aber ich weiß immer noch nicht, was wir uns hier angucken werden. Ich bin gerade auf der Suche nach einer deutschen Bäckerei. Wir haben das ganze Weißbrot sowas von satt. Und deswegen schauen wir mal, dass wir vielleicht irgendwie sowas wie Sauerteigbrot hier in der Stadt finden. Es gibt ja hier viele Deutsche. Warum nicht auch deutsches Brot? Brot. Mit deutscher Fahne dahin. Ja, und ihr habt die ganze süße Sache, die ganze deutsche Arsch. Das ist deutsches Sauerteigbrot. Pumpernickelbrot. Super. Und hat rheinisches Brot, hat 55 Sorten von Brot. Kaffee trinken. Ah, oh, cool, du bist auch so aufgeregt. Ich freue mich voll. Ja, so manche Sachen aus Deutschland vermissen wir schon. Überall im Brot. Beim gutes Brot. Ich habe hier noch ein paar Brote geschmiert bekommen. Es ist ja auch super schwierig, hier Quark zu bekommen. Und wir haben ja auch noch Quark gekauft. Richtig cool. Mm. Gutes Sauerteigbrot. Fein. Ordentlich was gekauft, hä? Ja, ich hoffe, dass wir das auch essen können. Die amerikanischen Städte sind normalerweise super voll und auch teilweise stressig, aber diese Stadt hat so was Angenehmes, so was Ruhiges. Guten Morgen! Wir haben hier auf dem Hotelparkplatz sehr gut geschlafen. Es war eine sehr ruhige Nacht.
Die Nächte davor waren alle nicht so ruhig, deshalb sind wir wirklich dankbar für eine Nacht mit gutem Schlaf. Aber der Tag heute beginnt erstmal mit einem leckeren Kaffee und einem guten Frühstück. Machen wir gleich leckeres Frühstück mit dem Quark, den wir gestern in der deutschen Bäckerei gekauft haben. Und wir haben ja noch Brot. Der sieht so lecker aus. Echt mega gutes Brot. Ja. Wir waren ja gestern hier in Asunción nochmal in der Touristeninformation und die haben uns hier eine Karte von Paraguay gegeben, die ist richtig gut. Wir wollen nämlich als nächstes nach Bolivien und da wollen wir Paraguay einmal durchqueren und hier auf der Karte sieht man, dass es eigentlich nur eine Straße gibt, die wir nehmen können und auch nur einen Grenzübergang nach Bolivien. Aber das ist auch die einzige Straße in Paraguay, die asphaltiert ist. Also in die Richtung zumindest. Hier unten gibt es noch mehrere asphaltierte Straßen. Aber alles, was hier oben rechts und links von der Straße weggeht, sind Schotterpisten. Da hat man voll den Überblick hier auf der Karte. Richtig gut. Ja, aber ich denke, da wollen wir uns auch noch ein paar Sachen angucken. Hier haben wir bereits einige deutsche Einflüsse gesehen und erlebt. Wir sind gespannt, was uns im Norden erwartet. Wenn ihr sehen möchtet, wie es bei uns in Paraguay weitergeht, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal. Da freuen wir uns riesig darüber. Ansonsten freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben und wir sehen uns in aller Frische nächste Woche wieder. Ciao! Ciao.